Hi guys, hi Calvary Chapel und herzlich willkommen zu eurem Update an diesem Dienstag, 7. April 2020. Es ist Dienstag in der Karwoche, das heißt, wir gehen auf den Weg des Kreuzes auf Karfreitag zu. Und ich habe ein paar Informationen für euch heute über den Gottesdienst am Karfreitag. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich euch eine kleine Ermutigung geben, einen kleinen Impuls für diese Zeit und natürlich für die Karwoche, aber auch darüber hinaus. Und ich hoffe, das ist eben eine kleine Ermutigung für euch. Ich glaube, wenn ich die meisten Christen fragen würde, wo ist sozusagen der Moment unserer Erlösung, dann würden viele sagen, das ist eben Karfreitag. Das ist der Moment, an dem Jesus für uns am Kreuz stirbt. Und das stimmt auch soweit. Am Kreuz trägt Jesus unsere Sünde und er stirbt für unsere Schuld. Das stimmt. Aber ich möchte euch ermutigen, das ist jetzt nicht die ganze Geschichte unserer Erlösung. Damit ist nicht die ganze Geschichte erzählt. Auch Jesus ist kein beliebiger Mensch, der einfach an einem Kreuz stirbt und so erwirkt er die Erlösung der Welt. Dann verpassen wir eigentlich den Rest der Geschichte. Jesus ist nämlich der Fleischgewordene, der Menschgewordene Wort Gottes, Sohn Gottes, der geboren ist von der Jungfrau Maria, empfangen vom Heiligen Geist. Wenn wir durch die Evangelien miteinander lesen, begegnen wir Jesus als unser Heiler und Lehrer. Er ist derjenige, der drei Tage später auferstehen wird zu neuem Leben. Das heißt, sein Tod am Kreuz ist nur ein Teil von der Geschichte unserer Erlösung, aber ist jetzt nicht die ganze Geschichte. Was hat das jetzt zu bedeuten für uns? Oder womit will ich euch jetzt eigentlich ermutigen? Eben, dass Jesus Christus kein beliebiger Mensch war, sondern wahrer Mensch und wahrer Gott, das hat uns was zu sagen, wenn es um Karfreitag geht. Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes, das ewige Wort Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit. Und er hat menschliche Natur, Menschheit angenommen. Und das heißt, weil Jesus Christus Mensch war und ist, war er sozusagen in der Lage, sterben zu können. Und doch, weil er der ewiger Gott ist, ist er viel größer als der Tod. Der Tod kann ihn nicht besiegen. Das heißt, die Menschheit von Jesus Christus wird in gewisser Weise zu einer Tür, durch die Gott in der Person von Jesus Christus hindurchtreten kann, in den Tod selbst hinein, was ja sonst für Gott nicht möglich wäre. Gott kann ja nicht sterben. Gott ist Leben. Gott ist Sein an sich. Der Tod kann überhaupt nicht bestehen in der Gegenwart Gottes. Aber weil Jesus Christus wahrer Mensch ist, ist er in der Lage, er kann sterben. Aber weil er der Sohn Gottes ist, weil er ewiger Gott ist, in dem Moment, wo er durch seine menschliche Natur hindurchtritt, durch diese Tür und den Tod berührt, wird die Macht des Todes zerbrochen und zerstört. Er besiegt den Tod. Das heißt, am Karfreitag geht es mit dem Tod von Jesus Christus eigentlich um den Tod vom Tod, um die Zerstörung von Tod, um die Zerstörung von dieser Macht des Todes, die über uns als Menschen herrscht, seit dem Anfang, seit dem Sündenfall. Und das heißt für uns als Christen, das ist die Ermutigung, wenn wir Jesus Christus bekennen, dann bekennen wir, dass der Tod entmächtig ist, gezähmt ist. Der Tod hat seine Macht verloren. O Tod, wo ist dein Stachel? Anstatt dass der Tod jetzt ein Gefängnis für unsere Seelen ist, ist der Tod vielmehr eine Tür, durch die wir gehen und sind direkt bei Gott, direkt in der Gegenwart Gottes. Also lasst euch diese Gedanken ermutigen für diese Karwoche. Und jetzt ganz kurz zum Karfreitagsgottesdienst. Wir werden den Gottesdienst senden auf unserem YouTube-Kanal morgens um 10 Uhr, abends um 19 Uhr. Also ihr habt die Wahl, ob ihr 10 Uhr morgens oder 19 Uhr abends einschaltet. Der Gottesdienst wird auf Deutsch und Englisch sein und ihr könnt gerne auf unserer Webseite vorbeischauen am Donnerstagabend, Freitag früh. Da werdet ihr wieder Links und Ressourcen finden, dass ihr den Gottesdienst mitfeiern könnt. Ich möchte einfach darauf hinweisen, wenn ihr jetzt auf unserem Spotify-Konto geht, Calvary Chapel Freiburg, findet ihr den Link zu der Playliste mit den Lobpreisliedern, die wir gemeinsam singen werden am Karfreitag. Und ich lade euch ein, obwohl wir räumlich getrennt sind als Gemeinde, sind wir dennoch in der Lage, als Leib Christi, als ein Leib zusammenzukommen, um gemeinsam dieses Fundament unseres Glaubens zu feiern am Karfreitag, nämlich der Tod vom Tod im Tod von Jesus Christus.
ganz kurz, nach Karfreitag geht es natürlich auf Ostern zu. Wir werden gemeinsam Gottesdienst feiern an Ostern. Ich werde mehr Informationen für euch haben später in der Woche. Ich will jetzt nur hier erwähnen, wir werden gemeinsam das Abendmahl feiern und deshalb lade ich euch ein. Es ist Ostersonntag, das heißt, bereitet euch darauf vor, kauft einen guten Rotwein oder einen guten Traubensaft, kauft gutes Brot und sei bereit, einfach am Sonntag mit uns gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Und wie gesagt, mehr Infos später in der Woche. Und letzter Punkt für heute Abend, sollte ich sagen. Ich hoffe, ihr bekommt die Andachten, die wir senden zu den Seligpreisungen morgens um 6, abends um 18 Uhr, ebenfalls auf unserem YouTube-Kanal. Genau, die sollten euch begleiten und sollten euch segnen in diese Karwoche. Das war es jetzt von mir für heute. Ich wünsche euch noch eine gesegnete geistliche Vorbereitung auf Karfreitag und dann auf Ostersonntag. Und wir sehen uns später in der Woche zu einem weiteren Update. Bis dann.